Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du möglichst schnell und einfach 15 Clan-Aufträge im Kinglorwald abschließen kannst, damit du dann letzten Endes die jetzt zu sehende Quest abschließen kannst. Und diese benötigst du ja unter anderem, um die versteckte Trophäe 1 mit den Clans freischalten zu können. Und für den Start der dreiteiligen Questreihe suchst du Nevika im Heimatbaum auf. Nachdem du die Quest gestartet hast, wird es jetzt deine Aufgabe sein, insgesamt 15 Clan-Aufträge zu absolvieren, um die Clan-Quest in diesem Gebiet abschließen zu können. Und da es im Kinglorwald mehr als 15 Clan-Aufträge gibt, habe ich für dich die 15 einfachsten Aufträge rausgesucht, damit du möglichst schnell und einfach diese Questreihe absolvieren kannst. Und wenn ich dir mit dieser Herangehensweise einiges an Frust und Zeit einsparen konnte, würde ich mich natürlich über ein Like unter diesem Video von dir freuen. Und mit diesen Worten geht es als nächstes mit dem Aufbau des Videos weiter. Zuerst werde ich dir immer zeigen, wo sich das jeweilige Lager und der Gemeinschaftskorb befindet bzw. was du einsammeln musst. Danach zeige ich dir dann immer im Jagdbuch, wie die benötigte Ressource aussieht und anschließend zeige ich dir dann noch den Fundort der benötigten Ressource. Zu guter Letzt zeige ich dir dann noch, wo du im Lager die gewünschten Ressourcen abgeben musst. Und solltest du bereits einige Clan-Aufträge absolviert haben, ist das überhaupt kein Problem, da du in der Videobeschreibung die Aufträge auswählen kannst, welche dir noch fehlen. Und nachdem du jetzt weißt, wie das Video aufgebaut ist, lasse ich das Video kommentarlos weiterlaufen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß beim Einsammeln. Komm, Reisender, vielleicht findest du das interessant. Du flirtest mit Ärger. Du vermisst. Himmelsmenschen, vielleicht tun wir das alle. Endlich passt das Wetter zu Leben. Hoffe lieber, dass Nevika dich nicht in diesem alten Ding. Hast du wo angesehen? Ich mache mir Sorgen. Die Himmelsmenschen, zieh dich ruhig um.
Natterwölfe weckt man nicht. Edua ist eine Meisterin. Wir sollten ihr alle in die Schlacht folgen. Sie trauert um ihre Mutter. Bist du der junge Sarentu? Können wir reden? Lust hat recht. Provoziere kein Chaos.
Ja! Aber sie muss noch viel lernen. Himmelsmenschen entweihen das Land. Ja! Ja! Ah, hast du unseren anderen Gast getroffen? Mag leichtsinnig sein, aber sie hat gute Instinkte. Etoa sollte auf ihren Vater hören. Gottlob hat recht. Provoziere kein Chaos.
Skatnat bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Gatnat muss lernen, zuzuhören. Eine Kriegerin. Ah, du da. Lei Tao ist wieder mal übel. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger. Rumstolpern sehen.
Die Himmelsmenschen sind keine Gefahr. Sie sind winzig. Mutter. Ah, hast du unseren anderen Gast getroffen? Edua hat recht. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. Wir brauchen mehr Platz für die Verwundeten. Gottnutz hat recht. Provoziere kein Chaos. Fleisch, nicht nach Himmelsmenschen.
einzigen Himmelsmensch. Ein Chaos. Ja. Menschen machen gern einen Aufruhr, eine so große Da ist unser großzügiger Sarentu. Du hast dazu beigetragen. Mayantu, wunderbar, dich zu sehen.